Halli und hallo, liebe Freunde. Willkommen zurück hier im Spieleparadies. Mit mir ist der Maxi. Ich musste eine kleine Pause einlegen. Die Grippe hat mich auch, also nicht die Grippe, ein Infekt hat mich auch erwischt. Ich konnte kaum reden und Halsschmerzen und bah, ja, war alles nicht so schön. Und ja, also in der Zeit, als ich nicht aufgenommen habe, habe ich trotzdem ein bisschen gespielt hier auf dem Server, um halt Ressourcen zu sammeln und so weiter. Und da ist ein bisschen was passiert. Unter anderem jetzt gerade eben habe ich mir diesen Badass Pool minus Scorpius gelegt. Der braucht leider sehr viel Narkotik, aber das macht nichts. Ich habe ja extra gesammelt und mir einen Haufen Narkotiks gemacht. Den habe ich mit einem Purple Arrow gelegt. Hat einer gereicht. Schon war er down. Und ja, ich habe leider nur noch einen Trike. Ich weiß gar nicht mehr, was in der letzten Folge alles noch da war und was nicht. Jedenfalls habe ich noch einen Trike. Mein besserer Trike wurde von einem Rex getötet. Leider. Petri ist immer noch verschwunden. Ich glaube, gestorben ist er noch nicht. Nee. Also ihr sieht, mein Ishti ist jetzt auch mal tot. dann hatte ich zwischendurch noch einen Pteranodon. Ja, aber mein Petri ist noch nicht gestorben. Genau, also ich hatte schon mal so einen Badass Pulminus Scorpius, den hat es auch erwischt. Das war sehr schade, sehr tragisch, aber ich bin drüber weg. Hab mir so eine Ente gezähmt. Die ist auch richtig schön stark. Und ich bin auch schon gegen so ein Vieh gestorben. Und zwar aus dem Grund, die betäuben einen selbst, sondern auf, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube, ich saß auf dem Dino und die hat zugeschlagen und hat mich getroffen. Und da war ich direkt betäubt. Also das war echt Hammer. Die sind schon, also ihr seht, die ist auch ziemlich gut. Lustig ist, zeige ich euch gleich mal. Ich gehe mal eben kurz von meinem Skorpion weg. Die kann Fiber grabbeln. Und das nicht gerade wenig. Voll süß, oder? So, ich muss hier nur aufpassen, nicht, dass der gut aufwacht. Und dann muss ich euch noch was erzählen. Kleinen Moment. Ich schau erst mal. Ah, ihr seht, also diese Badass-Teile, die verbrauchen echt mehr Narkotik als normal. Und ich wollte unbedingt so ein Badass-Teil. Zum einen können die halt besser betäuben. Und zum anderen, ja, keine Ahnung. Eier legen ist ja nicht verkehrt. Ich habe mir überlegt, ich werde jetzt auch anfangen, Beete zu bauen. Und ein bisschen Zeug anzubauen. Dafür brauche ich ja aber noch einiges. Und was jetzt vor ein paar Minuten, also als ich mich wieder eingeloggt habe, passiert ist. Dieser Kerl stand claimbar vor meiner Basis. Ja, du bist ein Feiner, bist du. Und zwar heißt er Gift, was jetzt im Englischen bedeutet Geschenk. Ich habe keine Ahnung von wem. Der war voll mit Sachen, also teilweise Munition und Haut und sowas. Das Prime Meat habe ich ihm wieder reingetan. Ja, also ich weiß auch noch nicht, wer mir das geschickt hat. Auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank. Der stand so vor meiner Basis und ich dachte mir, hä, backt der hier oder keine Ahnung. Und wollte auch schon meine Armbrust zücken. Aber dann habe ich gesehen, der ist claimbar und das ist sein Gift. Und der stand direkt hier vor meinem Tor. Also würde ich mal schätzen, ist für mich gedacht. Von wem weiß ich noch nicht, finde ich hoffentlich noch raus. Im Moment sind halt leider noch nicht so viele Leute auf dem Server. Ich könnte mir vorstellen, wir haben hier so ein, zwei Leute, die nur Englisch sprechen auf dem Server. Das ist einer von denen, war entweder Manu oder Vastaros. Mal sehen. Und, also ihr seht, der ist schon, gerade auch von den Stats, der ist richtig mega. Richtig geil. Und was ich gerne mit Rexen mache. Hey, das macht Spaß. So, du bleibst mal kurz hier drin stehen. Nicht, dass du mir meinen Skorpion niedertrampelst. Der theoretisch. Oh. Ja, also manchmal. Ah, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Da kommt er auch schon zu mir gekrabbelt. Hallo. Du gehörst jetzt zur Familie. Hallo. Oh, geil. Das freut mich. Wenn endlich mal wieder was glatt läuft. Na komm. Komm.
mit. So. Hier darfst du stehen bleiben. Dann hole ich mal eben meine Ente noch rein. Und schau einfach mal, was wieder meine Mauer angreift. Aber das werde ich machen mit meinem besten Dino im Moment. Ah, oh, ich freue mich so total, einen Rex zu haben. Also ich weiß noch nicht, ob der wirklich für mich gedacht war. Werde es, wie gesagt, noch rausfinden. Und also wenn nicht, dann gebe ich ihn natürlich zurück und auch die Sachen, die in ihm drin waren. Hallo! Kommt einfach an. Ihr seht, der macht übelst krass Schaden. So. Gehen wir doch mal um unsere Mauer rum. Also ich würde mal sagen, jetzt kann uns nichts allzu leicht mehr besiegen. Ach, ein Raptor. Ich glaube mal ein Haps. Okay, zwei. Drei Hapse. Und kaputt ist er. Hat ihn sogar noch ein bisschen weggeschleudert. Hier sind noch ein paar mehr Raptoren. Hallo. Herr Punkt. Ja. Das ist echt eine richtige Tötungsmaschine. So ein krasses Teil. Ich war auch richtig froh, dass ich direkt einen Sattel machen konnte. Bist du ein Trodon? Ich hasse Trodons. Hier war ein Obi-Raptor. Trodons sind echt das Schlimmste, was jetzt auf der Insel los ist. Weil die halt wirklich einen selbst sofort, also fast instant betäuben. Man kann da auch nicht viel gegen machen, das... Pfuh. Dann liegt man halt da und wird gefressen. Die Dinos werden irgendwie nur vergiftet. Also ihr merkt die Anführungsstriche nur. Oh Moment, ich habe da noch einen Sattel für dich. Ja, aber jedenfalls die Trodons, damit kann ich mich nicht anfreunden. Ich habe hier nämlich von meinem letzten Badass Pulminoscopius noch einen Sattel übrig. Den habe ich mir extra aufgehoben. Ich wollte mir dann, also ich habe ja schon mal gesagt, dass es eigentlich ziemlich sinnlos ist, Skorpione zu zähmen, weil so stark sind die nicht. Also ist er auch nicht. Ich gebe ihm trotzdem erstmal ein bisschen Health. Aber wenn ich jetzt wirklich mit einem Feld anfangen möchte, was ich auch wirklich vorhab, dann sind die schon äußerst praktisch. Da man aus den Eiern von den Skorpionen ich glaube Rexgibbel machen kann. Ja, ich glaube für einen Rex und für einen Bieselbufo. Deshalb finde ich die jetzt gar nicht mal so schlecht. Also wenn man wirklich Kibbel machen möchte, dann nimmt auf jeden Fall einen Rex mit dazu. Ich sammle jetzt erstmal noch ein paar Narcoberries mit meinem einzigen übrig gebliebenen Try. Aber das ist okay. Warum will ich denn... Wow, 3060 Bären. Ja. Bekommst du direkt mal. Bitteschön. Krass. Die waren anscheinend auch in dem Rex. Habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Genau, und wir gehen jetzt wieder Bären fahren. Ihr habt gesehen, im Haus ist auch einiges ein bisschen anders. Also, was ich so gelesen habe im Zweiblock, woran einige Dinge gestorben sind, dann war... Also mein Ishti hat zum Beispiel ein Ancient Rex erwischt. Da bin ich richtig froh, dass er nicht meine Basis zerstört hat. Also das war auch, als ich offline war. Da habe ich natürlich danach geguckt, ist irgendwas passiert. Und ich schaue allgemein immer nach, ob mein Petri noch lebt. Denn dann halte ich auch immer noch Ausschau nach ihm. Und ja, da habe ich halt gesehen, oh, Krabbelfischer. Dass ein Ancient Rex mein Ishti auf dem Gewissen hat. Das war eigentlich nicht so toll. Aber der scheint ja weg zu sein. Von daher. Ein Schwarzpetri. Leider kein Fleisch mit, aber hübsch ist er. Ist aber leider nicht so mein Level. Also ich habe die Petris dann doch ein bisschen stärker, aber der sieht richtig cool aus. So ganz in Schwarz. Das ist übrigens die Base von Bastaro. Born to Die heißt, glaube ich, der Tribe. Und er heißt, glaube ich, Bastaro oder sowas. Mal gucken. Ja, Born to Die. Und ich weiß nicht, also die sind auch komplett, reden nur Englisch. Die hier da sind.
Deshalb ist es möglich, dass er mir den Rex hingestellt hat. Ich weiß es aber nicht. Kann wirklich von jedem kommen. Aber ich denke mal, ja, wer weiß. Also ich finde es auf jeden Fall noch heraus. Weiß nicht, ob das heute sein wird. Ich nehme jetzt gerade vormittags auf, weil ich später noch auf Arbeit muss. Bis heute Abend um 10. Und ja, da werde ich dann einfach mal online schauen. Und mal sehen, ob einer da ist, von denen, die es hätten sein können. Mir hat auch zwischendrin, bei mir hinten war ein Prime Alpha Bär. Da hat mir der Manu geholfen. Na? Fand ich auch sehr nett. Na, komm. Also irgendwie zur Zeit leckt es hier ziemlich. Ich weiß nicht, ob das an meinem Internet liegt. Keine Ahnung. Aber im Moment ist doch alles gut. Das ist, ich habe mir jetzt auch gerade die neuen Dinos, die ich hatte, die sind ja nun schon wieder weg. Also jetzt habe ich ja wieder so einen Skorpion, aber ich verzettel mich irgendwie immer. Das war wie, als ich meinen Trike verloren habe. Da habe ich mir eigentlich nur vorgenommen, ja okay, gehst jetzt farmen, war ja eh angeschlagen und hatte jetzt auch nicht so Lust, irgendwas Aufwendiges zu machen. Habe vor meiner Base Bären gefarmt und da war halt ein Rex. Und da dachte ich mir halt, ja, schaff dein Trike locker. Und er war Level 430, der Rex. Mein Trike war ja, glaube ich, auch fast Level 400 oder so. Und ich hatte ihn ja so ziemlich komplett auf Health und Angriff geskillt. Weshalb ich halt davon ausgegangen bin, dass er das schon schaffen wird. Und dann habe ich gemerkt, scheiße, der wird wirklich immer, also der geht immer mehr kaputt und dann bin ich schon weggerannt durchs Wasser, aber okay, da hat gerade jemand angerufen. Musste ich einen kleinen Cut machen, so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich war. Jedenfalls, mein Trike war kaputt und dann hat mich noch, genau, dann hat mich eine Ente angegriffen an meiner Wand und da wollte ich mit dem einen Petri, den ich noch mir gezähmt hatte, das, ich weiß nicht, war das schon, nee, der Rettungspetri ist eher gestorben, da war ich gar nicht online. Also, irgendein Petri, mit dem wollte ich die Ente tot machen und habe mich halt draufgesetzt und die Ente hat den Petri erwischt und halt anscheinend mich erwischt und ich war direkt ausgenockt. Also ich war direkt bewusstlos und konnte nichts mehr machen und allein hatte ja Petri gegen die Ente überhaupt keine Chance. Und da dachte ich mir, jo, gehst mit deinem Badass-Skorpion einfach ran, machst sie kaputt. Und ja, dann bin ich halt mit dem Skorpion dahin. Hab die Ente angepiekst und sobald die geschlagen hat, bin ich wieder runtergefallen. Und der Skorpion hat halt weitergekämpft. Und bis ich nun mal in dem Bett aufgewacht bin, das dauert ja nur doch einige Sekunden, war der Skorpion auch schon tot. Also, diese Entenviecher, die sind auch ziemlich gefährlich. Den Rex, den habe ich dann, glaube ich, der meinen Trike getötet hat. Hatte ich dann mit meinem mittlerweile schon neuen Petri getötet. Mit meinem Trike gerecht. Und ja. Ja. Deshalb. Ich sollte halt wirklich mich auf das Wesentliche konzentrieren, habe ich so das Gefühl. Jetzt habe ich natürlich eine Ultra-Hilfe, dieser Rex. Sollte ich ihn behalten können. Das wäre richtig Hammer. Da hätte ich jetzt, glaube ich, erstmal keine Probleme mehr mit Angreifern. Bin mir nicht sicher, ob ich ihn unbedingt gegen einen Prime Alpha schicken würde. Keine Ahnung, die machen halt auch schon recht viel Schaden. Aber jetzt gerade, wenn wieder Allosaurus oder sowas spawnen in meiner Base oder irgendwie durchglitschen, dann haben die echt keine Chance gegen meinen Rex. Deshalb vielen, vielen Dank nochmal an denjenigen, der ihn vor meine Base gestellt hat. Ich werde euch auch noch sagen, ob das jetzt wirklich für mich so als Geschenk gedacht war oder keine Ahnung.
Aber ich gehe jetzt einfach mal stark davon aus, hier lasse ich dann noch was drin. Du wirst jetzt erstmal auf Leben geskillt, du stirbst mir nicht weg. So, und dann habe ich verdorbenes Fleisch und Knuckleberries und dann wird hier wieder ordentlich. Oh, verdorbenes Fleisch hatte ich vorher schon. 280. Also eigentlich könnte ich den ganzen Tag Knuckleberries farmen und würde trotzdem nicht fertig werden. So, hier dürfte noch Mio. Hier sind noch Metal Ingots drin. Sehr schön. Also ihr seht, bin auch noch fleißig am Metall brennen, machen, wie auch immer. So, Moment, zack. Motor und Pässe mache ich mir noch einen extra. Ist immer praktischer, wenn man halt zwei Motor und Pässe hat. Einfach aus dem Grund, da kann man jetzt parallel, ich möchte jetzt noch Spock Powder machen. Und in dem wird halt gerade das ganze Narkotik hergestellt. Da würde mir das zu lange dauern. So. Machen wir hier einfach ein bisschen Spock Powder rein. Und dann fliege ich mit meinem Petri, der noch nicht wieder Petri heißt, mal zum Berg und hole noch ein bisschen Metall. Also Metall brauchen wir wirklich immer. Ich bin auch noch nicht so ganz zufrieden mit meiner Spike Ore. Die will ich noch etwas verbessern. Hier rennen auch schon wieder nur Rexe rum. Also ist wirklich gut, wenn man einen zur Verteidigung hat. Ich würde, also ich hätte mir dann sowieso einen gezähmt. Wollte den, der vor meiner Base glitcht, der schon zähmen, aber das, der war ja claimbar. Da ist ein Drache. Okay, ich hole jetzt gerade mal kein Metall. Denn genau da oben beim Metall fliegt ein Drache. Vielleicht finde ich. Ach Mann. Ihr seht, ich bin nicht mehr so risikofreudig wie am Anfang. Ich will halt nicht wieder alles verlieren, das ist halt doof. Aber das macht überhaupt nichts, dann fangen wir jetzt einfach mit den Beeten an. Da werde ich allerdings zuerst einen Kompostbin bauen. Zack. So. Und zwar, also hier habe ich ja sowieso eine Foundation, da könnte ich eigentlich hier die, hier zwei Kompostbins noch draufhauen. Weil die Beete, die müssen ja sowieso Richtung Wasser. Das heißt, die müssten eigentlich hier hin. Oder? Nee. Ist wirklich nur hier vorn Wasser. Beziehungsweise werde ich die direkt hier hinbauen. Direkt hier ran. Ich kann ja immer noch mit. Siehst du, das habe ich noch gar nicht gelernt. Diese ganzen Pipes. Kann ich ja das Wasser dahin transportieren. Werdet ihr auch alle dann S plus noch erlernen. Stone Irrigation. Habe ich jetzt alles gelernt? Okay. S plus Stone. Heißt jetzt doch nicht so. Da, Alter. Ja, hier sind sie alle. Zack. Okay, hätten wir das gelernt. Jetzt Crop Plot. Smaller. Bin mir nicht sicher. Also Medium reicht ja eigentlich. Ich will jetzt nicht diese Large Crop Plots bauen. Meine Idee ist ja auch, ein richtiges Gewächshaus draus zu machen, weshalb ich halt überlege, ob ich das direkt hier ranbaue. Dann hier noch eine Tür rein. Steht da was? Eigentlich steht da nix. Nee. Da eine Tür rein. Und dann hier das Gewächshaus. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine dumme Idee. So, dann Kompostbin. Was ist das? Advanced Crafting Station, da gucken wir doch gleich mal. Aber ich habe so das Gefühl, da braucht man Strom dazu. Large Bin. Können wir den quetschen? Ne, eigentlich nicht. Okay. Dann nehmen wir doch den. Der macht das in High Quality Fertilizer, so wie es da stand. Bauen wir davon zwei. So, Farming. Was ist das?
Feeds fetch into the autocompass. Das ist praktisch. Den werde ich auch noch mitmachen. Source fertilizer from autocompass. Okay. Hier hätte ich allerdings gern zwei und hier ein. Ha. Ein fertilizer silo. Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht nur Spielerei ist. Man das so unbedingt braucht. Okay. Das sammeln wir das doch schon mal auf. Und das. Und das. Ich habe auch auf einem anderen Server, als ich gespielt habe, habe ich mir einen kleinen Dodo-Stall gebaut. Und dann immer die Kacke aufgesammelt von den Dodos. Das war eigentlich wirklich so ziemlich das Praktischste, was man machen konnte. So. Use Item. Oh, die kann ich sogar hier einfach hinstellen. Finde ich eigentlich fast noch besser. Wobei, hier stünde jetzt auch kein. Oder? Ich bin jetzt hier mit. Hinbastel. Ach komm. Will ich doch noch hier. Ah, Manu. Ich will auch das Tor nicht aufheben jetzt. So. Nur weil ich da stehe, oder was? Ach, Manu. Steht halt schief drauf. Ah nee, ich kann noch. Gut, okay, steht trotzdem ein bisschen schief, aber was soll's. Okay, dann stellen wir den einfach nicht direkt davor, damit ich noch rankomme. Okay, leckt es gerade oder? Hello? Can't play search for... Ja, was hast denn du jetzt für ein Problem? Habe ich gerade nicht verstanden, okay. So, stellen wir dich. Jetzt. Okay. Dann müssen wir den nur noch voll mit Batch machen. So, und hier. Okay. Dann gehen wir mal ein bisschen Fetch sammeln. Ich fülle mein Geschenk mal aus. Komm, mein guter. Die Rexe sind schneller. Also ich weiß nicht, ob der auch auf Speed, der wurde bestimmt noch ein bisschen Speed gelevelt. Aber allgemein, sonst hat es wirklich ausgereicht mit einem Movement Speed von, müsste ich lügen, 123 oder so, um den Rex auszutricksen und wegzulocken, und das klappt hier überhaupt nicht. Die sind so verdammt schnell. Deshalb ist halt ein bisschen. Ja, und das ist so ein bisschen mein sicheres Geleit gerade. Da ich mich erkenne und weiß, dass mir viele dumme Sachen passieren. Da sind zum Beispiel wieder Trodons. Komm mal mit. Also sollte ich ja auch irgendwann mal einen Drache haben, dann fackel ich die Trodons alle an. Aber mit einem Drache ist halt schwierig. Du kannst hier erst einen zähmen, wenn du schon einen getötet hast. Das heißt, man bekommt dann eine Trophäe praktisch von dem getöteten Drache. Und die tut man praktisch zum Zähmen für den neuen Drache benutzen. Also, so wie ich das verstanden habe. Weil es hatten schon ein paar Mal welche gefragt, ey, wie zähme ich hier Drachen? Und da kam das halt, dass man dafür erst so eine Trophäe braucht, um die zähmen zu können.
Was jetzt nicht schlimm ist, weil Drachen gehören ja jetzt nicht zu dem Stammspiel dazu. Und ich finde, man muss sie sich dann schon durch ein bisschen Arbeit verdienen. Ist halt nicht ganz einfach, so einen Drache zu töten, meiner Meinung nach. Aber, tja. Tja. Ja. Okay. Ich mache halt einfach mal, ja, keine Ahnung. Ich schaue einfach mal ein bisschen Fetch. Geht ja hier zum Glück ziemlich schnell. Welches Tier nimmt man eigentlich zum Fetch-Farmen? Gibt es da direkt eins? Also ich weiß, der Trike, der farmt richtig gut Fetch. Und das Mammut zum Beispiel gut. Aber gibt es direkt noch eins, was nur Fetch farmt? Weiß ich gar nicht. Weil die Ente, die ist auch mehr so der Holzsammler, habe ich das Gefühl. Ich weiß auch nicht, irgendjemand hat mal gesagt, das kann man einstellen. Hab's jetzt aber noch nicht gesehen, wie man das bei der Ente einstellen kann, was die sammelt. So, wenn ich das noch rausfinde, dann stelle ich das schon aus Prinzip auf Fetch um. Weil das hier immer zu schwer ist. So. Okay, ich denke mal, das ist jetzt erstmal genug an Fetch. So. Ne? Und zack. Okay. Dann probieren wir das mal. Packen wir Fetch hier rein. So. Aber irgendwie passiert da nichts. Muss ich die connecten? Nein. Nein. Weil da ist jetzt noch kein Fetch drin. Hey. So, da muss ich auf jeden Fall auch nochmal schauen, wie das so richtig funktioniert. So, packe ich die noch mal da rein. Ist ja immer noch nichts drin im Fetch. Put wood to make fetch. Was? Put wood to make fetch? Will es jetzt etwa Wood haben? Na, Moment. So. Also es wäre jetzt nicht das Schlimmste, wenn ich da Wood rein tun müsste, aber hier passiert nichts. Also die verdoppelt da jetzt hier drin nicht so schnell. Ich lasse es einfach mal so stehen und warte mal ab, was passiert. Also wenn ich Beete mache, dann mache ich das eigentlich immer so, dass ich erst mir genug Fertilizer mache. Weil falls ich mal ein, zwei Tage nicht online sein kann, dass ich wirklich die Beete komplett voll packen kann mit Fertilizer. Und die halt dann nicht so schnell kaputt gehen, die Crops da drin. Das ist halt so ein bisschen meine Strategie. So, auf was bist du gestellt? Du attackst noch mein Target. Das möchte ich nicht. Bist mal neutral und du bist schon neutral. Also immer auch bevor ich mich auslogge, schaue ich nochmal nach, ob meine Dinos neutral sind. Den hier, den habe ich mir übrigens gezähmt. Da war ja ein Juvenile Utah Raptor. Habe ich praktisch noch ein bisschen großgezogen. Ja. Fand ich halt niedlich. Der hat gerade ein bisschen im Stein gehangen, glaube ich. Und da habe ich mir den einfach mal geschnappt. So, das noch mit rein. Mal sehen, ob das irgendwann. Ach, jetzt kackst du noch, oder was? Mensch. So.
Lass noch mal rein. Also ich glaube, wenn das hier wirklich so klappt mit den Binsen und sowas, dann brauche ich wahrscheinlich doch keinen Dodo-Stall hier. So, allerdings, was ich mir auch angewöhnt habe, den Petri mit ins Haus zu nehmen. So. Deshalb ist er auch auf Passiv gestellt, damit er gar nicht dran denkt, irgendwie auszubrechen aus dem Haus, wenn hier gekämpft wird. Ich will nicht noch einen Petri verlieren. Der andere fliegt ja noch irgendwo rum. Keine Ahnung wo. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war's das erste Mal mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder hier im Spieleparadies mit mir, zu Maxi. Lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo oder beides. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.